müsste hier nochmal so ein Dach machen eigentlich. Damit gehen. Das reicht, glaube ich, schon. Ne? Ja. Ja, ich muss noch eins höher. Geht nicht bis vorne. Ein Baum. Vielleicht habe ich vorhin sowas schon kommen sehen. Ja, ich habe ja eigentlich auch gedacht, dass es ein Baum sein wird. Aber dass der so mächtig sein wird, wusste ich jetzt nicht, aber okay. So. Ich hole mir nochmal eben ein bisschen Stein, damit es hier nicht mehr reinregnet. Was für ein Wetter draußen. So. Aber wir haben ein interessantes Holz bekommen. Green Hardwood. Und zwei Saplings. So. Wenn Sapling im Namen ist, wird es ein Baum. Manchmal werden sie sehr groß. Okay. Ja, das ist ein Argument. So. Eigentlich müsste ich hier auch noch zumachen. Da brauche ich aber den Marblestone für. Oder? Ich kann auch einfach. Ich glaube, ich mache einfach so. Den weißen Streifen, der durchgeht. Aber das ist schon okay. Das ist ja quasi die äußere Umrandung davon. Aber hier haben wir dann zumindest erstmal Glück, dass es hier nicht mehr reinregnet. So. Ich mach so. Ja, unsere Pflanzen werden gut gewässert. Der Ginger hier ist fertig. Ich will jetzt aber nicht immer jeden einzeln abbauen. Und warten, bis hier mal ein bisschen mehr fertig ist. Rose 0%. Wird wahrscheinlich auch nicht alles hier wachsen. Da manches braucht vielleicht auch einfach länger. Übrigens, wenn es regnet, werden die Beete auch nass. Nur so, als wäre eine Wasserquelle in der Nähe. Ich finde es gut, dass wenn Spiele so realistisch sind. Das mag ich immer sehr. Bambushut. Warte mal, wo haben wir eigentlich die Kartoffeln angepflanzt? Hier, Potatoes. Haben wir leider nur zwei von. Das ist nicht so viel. Schade. Grape Seeds. Wir haben Grape Seeds? Warte mal. Muss ich mal eben. So. Ich überlege gerade. Ach, wir brauchen ja noch Türen. Hahaha. Ha, ha. Potatoes vermehren sich eigentlich ganz gut. Das ist schön. Ich habe hier gerade mal. Ich mache hier mal was Tolles. So, du musst hier leider weg.
So. Das mache ich nämlich genau hier jetzt auch nochmal. Ich brauche aber erstmal ein bisschen Dirt. Ich habe gerade Dirt von drin. Alter, was ist das denn für ein Wetter? Krass. Was ist eigentlich mit der Lavaquelle da hinten? Normalerweise müssten die doch jetzt erstarren bei diesem Platzregen. So. Sand reinpacken. Dann haben wir nämlich links und rechts vom Eingang auch nochmal so einen richtig schönen Baum stehen. Und die bleiben dann da auch, ne? Die fäll ich dann nicht. Ich fäll sie vielleicht noch einmal, um nochmal Saplings rauszubekommen. Aber ich pflanze sie dann wieder neu an, weil ich will die da stehen lassen. Und irgendwie muss ich vielleicht auch nochmal den Sand hier wegmachen. Sonst ein bisschen merkwürdig aus. Auch gar nicht. So. Dirt. Ein bisschen Dirt. So. Plopp. Na? Dann werden hier nämlich richtig schön links und rechts zwei von diesen tollen Bäumen stehen. Mag ich. Ach schade, ich wollte gerade einen Bambus essen. Gucken, ob es geht. Wenn du die Blätter von Bäumen mit einer Schere abbaust, kannst du die hinterher wieder setzen und so quasi Büsche machen als Deko. Oh, interessant. So, in Hardwood. Okay, ich kann mal schlafen. In der Hoffnung, dass morgen wieder mal ein bisschen besseres Wetter ist. Na, es hört sich noch nicht so danach an. Ich dachte, vielleicht schlafen resettet das Wetter. Ah doch, ist besser wieder geworden. Schön. Da, kleine Chapkin. Hallo. Ihr Süßen. So. Was haben wir hier Schönes? Ja, okay. Sand. Ach, warte mal ganz kurz. Irgendwas gucken. Meine Nase juckt die ganze Zeit. So. Okay. Alright. Was machen denn hier unsere... Ah, okay. Potatoes, ah, guck mal, die hier vorne ist fast fertig. Pineapple, 66. Auch unser Garten mag ich aber leiden. Vielleicht mache ich hier irgendwann auch nochmal so eine Verbindung, dass ich hier direkt auch rübergehen kann. Garlic ist fertig. Die Garlics wachsen nicht. Wie kommt es eigentlich, dass manche Felder so gar nicht wachsen und andere schon? Also es kann ja nicht daran liegen, dass die zu eng bepflanzt sind zum Beispiel. Weil die wachsen ja und die direkt daneben wachsen nicht. Oder die. Dauert das einfach nur ein bisschen länger oder... Mache ich was falsch? Okay. Redstone Ohr. Ja, Essen ist halt immer noch so eine Sache, ne? Item Frame. Ah, okay, ja, die Frames, stimmt. Ich erinnere mich. Da wurde auch schon mal von gesprochen. Und Türen. Ich mache jetzt erstmal Türen vorne hin. Bevor ich das wieder vergesse. Ich glaube, wir hatten auch noch welche. Das ist eine Oak Door. Wir hatten noch... hatten wir nicht noch eine Tür?
Hätte ich nicht noch Türen? Ach da, Jungle Doors. Frage ist aber, will ich die nehmen oder will ich nicht vielleicht doch lieber Iron Doors? Ich glaube, ich mache Iron Doors vorne hin. Das ist ja die Haupteingangstür, da kann man ja ruhig, ne? 1, 2, 3, 4, 6. Iron Doors. Achso, da kann ich eigentlich auch. Ups. Okay. So. Kann ich nicht aufmachen? Hä? Kann ich die Tür nicht aufmachen? Kann ich Iron Doors nicht aufmachen? Was soll das denn? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Klar, kann ich das mit anderen Türen machen? Bin ich jetzt wieder mal zu doof? Rollen Jungle Doors. Funktionieren. Hä? Warum kann ich die Iron Doors denn nicht aufmachen? Ich wollte aber eigentlich hier die Iron Doors hinmachen. Mann. Manchmal mag das Spiel mich nicht. Oh, Iron Ingots. Hoppers. Das ist immer schön, wenn man die Furnace aufmacht und sieht, oh, da ist ja noch was drin. Da brauchst du einen Knopf und eine Druckplatte im Boden. Ach so. Oh Gott, wie kompliziert. Huch. Okay. Nun. Aber das macht doch gar keinen Sinn, weil... Ich kann doch auch eine eisenbeschlagene Tür zum Beispiel, die kann ich doch auch mit Muskelkraft öffnen. Also, theoretisch. Die sind quasi zu schwer, um sie von Hand zu öffnen. Okay, ja. Redstone Comparator. Das ist die Frage. Irgendwie Peter. Du vielleicht aber dein MC-Lappen ist ein Avatar. Dein MC-Avatar ist ein Lappen. Ah. Weighted Pressure Plate. Light. Heavy. Sowas zum Beispiel. Also vermutlich mal Weighted Pressure Plate. Ich wünschte manchmal. Es würde auch erklärt sein, was die machen.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Pressure Plates davor platziere, dann wird das funktionieren. Wooden Pressure Plate. Pressure Plate, ja, aber das müsste auch aus Holz oder Stein gehen, okay. Gut, pass auf, wir probieren das mal. Innen und außen. Ja, das macht Sinn. Achso, hier ein bisschen nutzen. Sonst kommen wir nicht raus. Okay. Ich mache dann aber Steindinger, weil der Boden ja auch aus Stein ist. Das sieht komisch aus, wenn dann sonst Eisenknöpfe da unten auf dem Boden sind. Wenn du innen ist, kommst du zwar raus, aber nicht mehr rein. Ja, das macht Sinn. Okay, Pressure Plates. Pressure Plate. Waren die denn jetzt? Hier. Rated Pressure Plate. Stone. Chiseled Stone. Accept only Stones. Okay, also es geht scheinbar nicht mit jedem Stone. Neben der Redstone-Fackel. Achso, klar. Danke, dankeschön. Stone Pressure Play, also Chiseled Stone. Und Chiseled, achso, das ist normaler Stone. Stone Slab. Stone Bricks. Stone, Stone, Stone. Das ist ja schön. Stone Bricks, ja, okay. Koppel müsste gehen. Okay, wir probieren mal. Stone. Wir haben 12 Cobblestones. Stone Pass? Nein. Er will halt Stone Pass machen. Ne, macht er nicht. Basalt. Basalt geht, was? Okay, wahrscheinlich. Warte mal, wir haben hier rein theoretisch Chiseled Stone Bricks. Aber nur 3. Geschmolzener Kobbel. Ach, man kann Cobblestone schmelzen? Oh ja. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und was gibt das dann? Alles klar, let's go. Mache ich den mal eben durchschmelzen. Wir haben kaum was drin. Mir geht langsam ja tatsächlich mal der Bambus aus. Also, noch haben wir einiges, aber... Das freut mich, dann kann ich draußen bald wieder ein bisschen Grünzeug wegmachen. Probieren wir es nochmal. Stone. Alles klar. Stone Pressure Plate. 2 Stück. Okay, ich brauche insgesamt 4. Zum Glück wächst Bambus so schnell. Ach, wir haben auch noch Kohle, so ist nicht, ne? Also da haben wir auch noch mehr als genug von. Ist ja cool, dass ich die Sachen einschmelzen kann. Weißt, wenn ich jetzt, kann ich Basalt-Cobblestone auch einschmelzen? Oh, das geht auch. Okay, was kriege ich dann da raus? Kriege ich da auch Stone raus? Ich brauche mehr Furnaces. Oh, da kriege ich rein Basalt raus. Ich brauche mehr Furnaces. Leute, ich baller hier alles zu. Ich baller alles voll mit Furnaces. Ich probiere aber erstmal das hier. Oh, Kohle brauchst du bei Industrial Craft und ein paar andere Mods zum Craften. Ja, ich bin bei Kohle auch tatsächlich immer ein bisschen vorsichtig. Noch haben wir ja auch Bambus.
So. Ah. Okay, warte. Dann mache ich aber, dann baue ich die aber eins weiter nach vorne. Ach, das geht nicht. Die müssen direkt dran sein. Gut. Cool. Unsere erste Technik, die wir gebaut haben. Nice. So, dann packe ich die andere Tür nochmal eben mit hier rein. Wir haben Stones. Stones. So, hier nochmal Stones. Okay, hast du versucht, vier Sand im Inventar. Was? Vier Sand im Inventar zusammenzufügen? Vier. Ach, da kriegen wir Sandstone raus, okay. Gut, auch wieder was gelernt. Mal kurz gucken, Furnace, was brauchen wir nochmal dafür? Stein. Also im Prinzip können wir, glaube ich, jeden Stein dafür nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, achso, nee, Moment. Oh, wie schön. Ist das übertrieben? Nein. So, ich brauche wieder ein bisschen Bambus. So, Granit. Guck ich mal, ob ich das auch einschmelzen kann. Ich kann bestimmt alles einschmelzen. Okay, Granit kann ich nicht einschmelzen. Ich teste jetzt mal rum. Hier, Limestone. Da kann ich... Kriege ich da Zement oder sowas raus? Jurid habe ich nicht so viel. Ich nehme mal Basalt-Cobblestone, nehme ich hier gerade nochmal, schmelze ich eine ganze Rutsche ein. Nein, gar nicht, das ist noch alles normal für Minecraft. Ich befürchte sogar, dass du recht hast, Dönki. Das ist, glaube ich, wirklich alles noch normal. Basalt-Gravel, was kommt da raus? Gar nichts, weil ich es nicht einschmelzen kann, okay. Shale habe ich ein bisschen. Da könnte ich mal probieren. Auch nicht. Andesit, Grauwacke. Slate. Ich guck mal, ob ich Slate machen kann. Okay. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob es überhaupt funktioniert, wenn ich da was reinballer. Okay. Das ist fast noch niedlich. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das in mancher Situation noch viel, viel mehr ausartet alles. So, hier. Mal was draufpacken. Basalt. Weißt du was? So. Ich gehe mal draußen ein bisschen Bambus fällen, ja? Achso, ist gerade Nacht. Schlafe ich kurz eben einmal. Und wären wir nicht gestört beim Fällen. Voll cool.
Und das Coole bei Bambus ist halt einfach, ich kann unten einfach den Pinörpel wegmachen und es fällt alles runter. Und ich muss... Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man einmal so ein... Das geht ja nicht. Dass man halt einen so ein Blatt erstmal wegmachen muss, damit sich das auflöst. Nicht, dass hier irgendwelche Blätter in der Luft fliegen. So, da oben ist auch noch ein bisschen was. Au. Ist das links? Okay. Wenn der MC größer war, wird schon früh genug bei dir beginnen, dann wirst du diese Zeit zurückdenken in meine Vergangenheit, ich schmunzel. Ich muss da auch am Farm Together ganz gern denken, wenn ich daran denke, wie wir mal angefangen sind und wo wir mittlerweile gelandet sind. Das ist auch immer sehr lustig. Ja. Guck mal, hier sind auch noch welche. Schwupps. Ist doch ganz gut, dass wir hier im Bambusgebiet sind. Ist halt nur die Frage, okay, wow, kann ich die Saplings eigentlich auch verbrennen? Ich krieg da immer mehr von. Aber ist ja jetzt nicht so, dass ich die alle anpflanze wieder. So ein bisschen blöd manchmal, dass da halt so einzelne Pinörpel in der Luft hängen bleiben. Am Anfang noch so, wow, so viel Kohle. So viel Kohle, da werde ich nie. Was? Die werde ich nie alle bekommen. Einen Monat später so, diese Map hat viel zu wenig Kohle. Was? Nein? Ich doch nicht. Okay, komm dran. Aber auch schön, dass man auf Blättern Erde bauen kann. So. Ich meine, das Schöne ist, dass natürlich dann jetzt auch die Aussicht ein bisschen besser ist, ne? So. Vergessen hier. Das mitnehmen. Die man noch nachträglich runterfliegen. Ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen nervig mit den Blätterdächern. Da müssen sie einmal wegmachen. Eine Ding, was da immer stehen bleibt, ne? Ach doch nicht. Und manchmal. Irgendwie. Hm.
Okay, das hängt damit noch zusammen, deswegen verschwindet das nicht. So, komische Gras hier alle wegmachen, Mann! Ich will nicht, dass die Natur hier wächst. Was ist denn das? Sugarcane? Okay. Mal mit. Die Natur breitet sich aus. Das darf nicht geschehen. Saplings kann man verfeuern. Ich meine, drei Saplings haben zwei Brennvorgänge. Okay, das ist ganz gut. Weil ich brauche, wie gesagt, die ganzen Bambus-Saplings nicht.